Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 24.09.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Jo, und da sehen wir, okay, das Batman oder Batwoman Set ist noch da. Hier die Dinos sind zurückgekommen, Black und Scourge, da noch dieser Pizza-Pyjama. Oh, hier unten gibt's was Neues, das Prismarand oder der Prismarand, die Lackierung. Okay, wir fangen auf der linken Seite an, hier mit dem Heroldsstab, Herald's Wand. Kriegt von mir auf jeden Fall 7 von 10. Herald's Wand hat hier ein Voting von 3,25 von 5. Bei 20 Votes am 12. Oktober 2018 ist erstmal drin gewesen. 10 mal 15 Reminders jetzt mal im Shop vor 34 Tagen. Dann geht's weiter hier mit dem Lampenlicht. Lamplight finde ich für einen normalen Standardgleiter relativ cool. Hier mit den Laternchen da unten dran. Auch schwarz, matt gehalten, da diese Kettenglieder. Finde ich ganz geil. Kriegt von mir für einen normalen Standardgleiter auf jeden Fall 7 von 10. Der Lamplight. Und der Lamplight hat hier ein Voting von 3,26 von 5. Bei 19 Votes am 12. Oktober 2018 ist erstmal drin gewesen. 10 mal 14 Reminders. Letztes Mal im Shop auch vor 34 Tagen. Aber wahrscheinlich das komplette Set drin. Geißel für 1500 V-Bucks. Da hinten dieses Alchemisten-Set mit drauf. Sieht richtig cool aus. Geißel kriegt von mir 9 von 10. Das ist Scourge. Und Scourge hat ein Voting von 4,41 von 5. Bei 73 Votes am 12. Oktober 2018 ist erstmal drin gewesen. 10 mal 152 Reminders. Dann haben wir hier Pest. Mit dem Cape hinten dran. Finde ich auch ziemlich cool. Kriegt auch von mir 9 von 10. Plague hat hier ein Voting von 3,68 von 5. Bei 65 Votes am 12. Oktober 2018 ist erstmal drin gewesen. 10 mal 128 Reminders. Dann sind wir hier auch soweit durch mit dem Set. Dann machen wir mal hier weiter mit diesen Pizza-Schlitzer. Pizza-Party. Ja, geil. Jetzt mal mit dem alten Piraten. Mal gucken, wie das aussieht, wenn der das da zieht. Jawohl, geil. Pizza-Pyjama. Ja, lass uns doch einfach mal schauen, wie sich die Noten hierfür entwickelt haben seit gestern. Hier haben wir für den PJ Pepperoni 3,5 von 5 bei 10 Votes. Für Pepperoni 3,17 von 5 bei 6 Votes. Für Pizza Party 4,13 von 5 bei 8 Votes. Mega geil, mega geil, mega geil. So, dann haben wir hier das Dino-Set. Pterodactylus, den finde ich sowieso mega geil. Kriegt von mir 9 von 10. Der Pterodactylus hat hier ein Voting von 3,95 von 5. Bei 43 Votes am 21. Juni 2018 ist erstmal drin gewesen. 13 mal 20 Reminders jetzt mal im Shop vor 15 Tagen. Rex für 2000 V-Bucks. Ja, ist ja eigentlich ein Klassiker. Ich finde den persönlich trotzdem irgendwie nicht so cool, aber man gewöhnt sich mit der Zeit an das Teil. Kriegt von mir 5 von 10, der Rex. Ich bin kein großer Fan von diesen Skins. So, da haben wir eine Benotung von 3,68 von 5 bei 124 Votes am 4. März 2018. Das erstmal drin gewesen 17 Mal, 76 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 47 Tagen am 8. August. Dann haben wir hier den Dino-Kommando, finde ich genauso gräuselig, kriegt auch von mir 5 von 10. Für 2000 V-Bucks, Triceratops, schönes Wortspiel hier wieder. 3,85 von 5 bei 95 Votes am 20. April 2018. Ist erstmal drin gewesen, 13 mal 110 Reminders, auch vor 47 Tagen das letzte Mal im Shop. Dann haben wir hier diese komische Bite-Mark-Picke da, kräftiger Biss für 1200 V-Bucks, das Teil. Schrecklich. 5 von 10. Hat hier ein Voting von, wo ist er denn, der Bite Mark, 3,51 von 5 bei 49 Votes am 20. April 2018 ist erstmal drin gewesen. 16 mal 34 Reminders.
auch vor 15 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Da sind wir hier auch schon soweit durch mit dem Set. Dann, ja, nach wie vor das maskierte Rächer-Set. Die Noten haben sich da mit Sicherheit nicht mehr verändert, großartig. Dann machen wir hier gleich mal weiter mit dem Schneeschlag. Das ist der Snowstrike. Und der Snowstrike hat hier, also erstmal von mir kriegt er ein Voting von 9 von 10. Ich finde den nämlich richtig cool. Aber hier hat er nur ein Voting von 3,29 von 5 bei 28 Votes. Am 8. Februar 2019 ist er erstmal drin gewesen. 6 mal 31 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 29 Tagen. So. Die Pümpelhacke Plunger. Plunger Klassiker kriegt von mir 6 von 10, der Herr sofort liebt das Teil. Ich glaube, der gibt dem Ding dann immer 10 von 10. Hier haben wir 3 gemacht, 9 von 5 bei 37 Votes. 9. Februar 2018 ist erstmal drin gewesen. 35 mal 56 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 15 Tagen. Ansteckend. Geht richtig ab, Infectus kriegt von mir 8 von 10, 500 V-Bucks das Teil. Hat hier ein Voting von 4,36 von 5 bei 11 Votes am 19. August 2019. Das erste Mal drin gewesen, zweite Mal jetzt 21 Reminders. Dann haben wir die Träumerfüße. Die finde ich richtig krank geil. Kriegen von mir 10 von 10. Da gibt es auch ein geiles Video von mir. Mit dem kompletten Spind. Ist jetzt oben verlinkt in der rechten Ecke. So, das ist hier ein Dreamfeed. Kriegt von, also Träumerphysik kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Hat hier ein Voting von 4,19 von 5 bei 32 Votes am 13. April 2019 ist erstmal drin gewesen. 7 Mal seitdem 33 Reminders. Sind's mal im Shop vor 16 Tagen. So, dann haben wir den Schneid. Das ist der Grid. Ich finde den persönlich gar nicht mal so schlecht. Kriegt von mir 7 von 10 für 800 V-Bucks. Hat hier ein Voting von 3,17 von 5 bei 6 Votes am 15. August 2019 ist erstmal drin gewesen. Jetzt das zweite Mal 12 Reminders. Dann kommen wir zu dieser neuen Lackierung. Das Prisma, der, oder beziehungsweise der Prisma ran. Stelle deinen Stil zur Schau. Aha. Sieht aus wie so ein Grafikbug, ne, wenn da die Sterne sich da bewegen. Der war irgendwie cool aus. Aber die Farben wieder. Wir klicken mal ganz kurz durch. So sieht die Pump aus. Jawohl. Ja, geil. Mega. Ui. So. Ja, dann würde ich mal sagen, der Teil sieht echt cool aus irgendwie. Auch wenn die Farben nicht so wirklich meins sind, kriegt das Ding zumindest mal von mir 8 von 10. Ja, hat hier momentan eine Benotung von noch gar nichts. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal. Nein. Stopp. Zurück. Ich muss doch dem Shop noch eine Note geben. Noten. Gib mir eine Noten. So, was haben wir denn momentan? 401 Love It, 352 It's Meh und 656 Hate It. So, wenn ich mir das Ganze angucke, ich meine, Plague und Scorch sind cool. Ja, aber schon so oft drin gewesen, also dass die mich jetzt nicht mehr so wirklich vom Hocker rauen. Das Batman-Set ist natürlich geil. Die Dinos hätten sie sich sparen können. PJ Pepperoni war gestern schon drin gewesen. Der Snowfoot ist cool. Träumerfüße cool.
Schneit, ja, Pümpelhacke, ja, Schnee, ja, da würde ich mal sagen, ich entscheide mich mal für die goldene Mitte. Ich sag mal, das ist für mich ein It's Meh. Weil ich finde es jetzt nicht der Oberbringer, ich finde es aber auch nicht total schlecht. Machen wir da. Wow, it's meh. Ja, jetzt kommt die Abmod. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal da, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich rum.